Herzlich willkommen hier im Predigt-Podcast der Johannesgemeinde. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit beim Ansehen dieser Predigt. Seit Ende letzten Jahres hat mein Mann Timo wieder angefangen mit dem Training. Das heißt, er geht jetzt mehrmals in der Woche ins Fitnessstudio und auch zu Hause werden fleißig die Gewichte gestemmt. Und ich habe euch mal ein so ein Gewicht mitgebracht. Ich habe das kleinste genommen, damit es in meine Handtasche passt. Das sind 0,5 Kilogramm. Aber wenn man das an einer Hantel macht und dann öfter bewegt, dann geht es auf Dauer ganz schön auf die Muskeln und es wird anstrengend. Und wenn Timo trainiert, dann gibt es Tage, an denen kommt er nach Hause und er sagt, heute war es richtig gut. Ja? Heute war es echt herausfordernd, aber ich habe es geschafft. Ich habe 70, 80, 100 Kilo gestemmt und das mehrfach und es war so total super. Und dann gibt es Tage, an denen kommt er nach Hause und sagt, naja, heute war es irgendwie nicht so gut, war irgendwie nicht so fit, war lange auf der Arbeit, ein bisschen müde, aber nächstes Mal, da wird es besser. Ich finde es total super, dass er da jetzt so lange durchhält und da diese Disziplin hat und das immer wieder macht, auch wenn es mal nicht so gute Tage gibt. Und überhaupt bin ich beeindruckt von Sportlern, die immer wieder an ihre Grenzen gehen und ihre Herausforderungen suchen, sie austesten und dann an dem Ganzen auch noch Spaß haben. Also ich persönlich, ich kann auf solche sportlichen Herausforderungen gut und gerne verzichten, weil mir reichen manchmal schon die handelsüblichen Herausforderungen, die das Leben so bietet. Ja? Morgens aufstehen zum Beispiel, finde ich sehr, sehr schwer. Dann an der Tankstelle Diesel anstatt Benzin zu tanken, ist auch sehr herausfordernd, gerade für eine Frau. Genau, das ist für mich eine Herausforderung. Aber ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ja, solche Probleme, wie sie hat, ne, das hätte ich auch gern. Natürlich gibt es auch die anderen Herausforderungen, die das Leben so bietet, ob es die Schule ist, ob es der Job ist, Beziehungen, die Familie, da kommt immer wieder Neues auf uns zu. Und manchmal sind die Herausforderungen so groß, da greift das Leben mit Schicksalsschlägen um sich und dann sind wir sogar in unserem Glauben herausgefordert. Dann fangen wir vielleicht sogar an Gottes Güte und an seiner Liebe zu uns zu zweifeln. Ist auch eine sehr große Herausforderung. Ich glaube, hinzu kommen dann auch noch die Herausforderungen, die uns als Christen nochmal gesondert begegnen. Das kann sein, dass das Anfeindungen sind am Arbeitsplatz oder bei Bekannten, wo man vielleicht mal schief angeguckt wird, weil man sich klar zu Jesus bekennt. Oder es kann auch der Dienst und die Mitarbeit in der Gemeinde gerade sein, die uns vielleicht auch herausfordert, ob es zeitlich ist oder gerade unseren letzten Nerv kostet, weil es irgendwie mitarbeitertechnisch nicht so gut läuft, ist auch eine Herausforderung. Ich denke, ihr könnt in euren Gedanken diese Liste einfach mal so ergänzen, was euch vielleicht gerade ganz besonders herausfordert, was eure ganze Kraft fordert, wo ihr wie mit diesem Gewicht am Trainieren seid und wo ihr merkt, oh, das ist ganz schön belastend, das wird schwer. Vielleicht ist das aber gerade bei euch nicht der Fall, vielleicht läuft es bei euch gerade richtig gut und ihr habt das Gefühl, ihr seid mega stark und könnt eure Herausforderungen richtig gut stemmen. Da habe ich euch heute Morgen mal ein kleines Bild zu mitgebracht. Können wir das einmal einblenden? Genau, vielleicht fühlt ihr euch gerade wie Matthias Steiner bei seinem Olympiasieg in Peking. Da hat er gerade, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 258 Kilogramm gestemmt. Also ein Wahnsinnsgewicht. Vielleicht fühlt ihr euch gerade so. Oder aber es gibt Zeiten, und das ist vielleicht auch jetzt der Fall, wo du dich eher nicht wie Matthias Steiner fühlst, sondern eher wie der kleine Knirps auf dem nächsten Bild. Können wir das nächste Bild einmal einblenden? Genau. Ja, der hat sich ganz schön was vorgenommen. Genau, vielleicht geht es dir gerade ein bisschen so, du hast echt eine Menge zu stemmen im Moment und weißt gar nicht, wie du das so richtig bewältigen sollst. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, ja, was sagt die Bibel zum Umgang mit solchen Herausforderungen? Hat sie vielleicht Tipps für uns parat? Und um das herauszufinden, wollen wir uns heute Morgen mit einer ganz bestimmten Person aus dem Neuen Testament einmal ein bisschen beschäftigen. Und die heißt ganz passend, ähnlich wie mein Mann Timo, es ist nämlich der Timotheus. Und um den wird es heute gehen. Und ich habe heute keinen bestimmten Predigttext mitgebracht, sondern es wird um die Person des Timotheus gehen. Und wenn ihr aber Interesse habt, die einzelnen Bibelstellen später mal nachzulesen, könnt ihr mich gerne ansprechen und ich lasse euch dann mein Skript zukommen. Also wer das gerne fleißig nachliest, der darf mich gerne danach nochmal ansprechen. Also es wird heute um Timotheus gehen.
Und dazu habe ich heute einen kleinen Timotheus-Baustein mitgebracht. Das soll heute der Timotheus sein. Und der steht vor der Herausforderung, dieses Gewicht zu stemmen. Das will ich euch gleich im Einzelnen genau erklären. Wer war Timotheus? Timotheus war derjenige, an den Paulus, was uns der Name ja schon sagt, den ersten und zweiten Timotheusbrief geschrieben hat. Und aus diesen Briefen erfahren wir eine Menge über Timotheus selber, über seine Lebenswelt und auch über diese Herausforderungen, die ihm da entgegenkamen. Was wir von ihm wissen, ist, dass er von Kindesbeinen an dass die Bibel, das Alte Testament auswendig konnte, dass er sehr schlau, sehr belesen war. Und dann ist er in jungen Jahren dem Paulus begegnet und ist durch Paulus zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Er hat dann Paulus als Schüler auf seinen Reisen begleitet, ist mit ihm sehr viel unterwegs gewesen und er ist zu einem sehr guten und sehr treuen Mitarbeiter für Paulus geworden. Er war in seinem Auftrag unterwegs, hat den Menschen von Jesus erzählt und hat mit Paulus zusammen Gemeinden gegründet. Und wo wir jetzt einsetzen wollen, ist der Part, wo Paulus Timotheus in eine ganz bestimmte Gemeinde sendet, nach Ephesus. Das liegt in der heutigen Türkei, wen das interessiert. Und Paulus selber ist in der Zeit auf Reisen unterwegs gewesen. Und dorthin, in diese Gemeinde nach Ephesus, schickt er diesen Timotheusbrief mit ganz konkreten Anweisungen für Timotheus und für diese Gemeinde vor Ort. Und der Timotheus steht hier in der Gemeinde in Ephesus wirklich vor der größten Herausforderung, die er jetzt in der Zeit als Mitarbeiter für Paulus und als Mitstreiter Gottes zu bewältigen hatte. Die Frage ist jetzt natürlich, was hat er da für Gewichte zu stemmen gehabt, um mal wieder bei dem Bild zu bleiben? Da habe ich jetzt hier diesen kleinen Baustein mit für euch. Das ist das Gewicht, was der Timotheus zu stemmen hat. Grundsätzlich glaube ich schon mal, wenn du dich damals dazu entschieden hast, mit Paulus unterwegs zu sein, dann konntest du dich von einem leichten Leben als Couch Potato schon mal verabschieden. Weil das war wirklich anstrengend. Die waren ständig unterwegs, waren auf Reisen, die waren zu Fuß unterwegs und hatten wenig Hab und Gut dabei und waren öfter auch auf die Hilfe von anderen Christen angewiesen. Für Timotheus scheint das noch mal ein bisschen anstrengender gewesen zu sein. Wir wissen nämlich, dass er regelmäßig unter Magenbeschwerden zu leiden hat. Ja, der hatte regelmäßig Magenbeschwerden und war krank, von daher war diese Reise immer noch anstrengender für ihn. Außerdem waren sie damals ständig Bedrohung und Verfolgung ausgesetzt von den Menschen, die die Christen nicht so gut leiden konnten. Also jeder neue Tag, da einzuschlafen am Straßenrand, stelle ich mir als eine ungeheure Herausforderung vor. Und als wäre das nicht genug gewesen, da kamen noch aktuelle Schwierigkeiten und Streit in der Gemeinde in Ephesus dazu. Da gab es einige Gemeindemitglieder, die dort sogenannte Irrlehren verbreiten. Das heißt, sie lehren die gesamte Gemeinde etwas über Gottes Wort, was absolut nicht stimmt. Ja? Sie erzählen etwas über Gottes Willen, was totaler Humbug ist. Und das ist da zu einem echten Problem geworden, weil sie nämlich die gesamte Gemeinde vom richtigen Weg Gottes abbringen. Und außerdem, finde ich auch sehr spannend, gab es in dieser Gemeinde ein paar Probleme mit den Frauen. Die scheinen wohl etwas hochmütig gewesen zu sein und haben sich irgendwie sehr anzüglich gekleidet und das hat dort für Ärger gesorgt. Und auch die Versorgung der Witwen in der Gemeinde, die hat dort nicht richtig funktioniert. Die Witwen wurden damals von den Gemeindemitgliedern mit Geld und Lebensmitteln versorgt, damit sie so über die Runden kamen und da bei dieser Verteilung gab es auch Probleme. Und Timotheus sollte jetzt diese Gemeinde wieder auf Kurs bringen. Er sollte da die aktuellen Probleme beheben, diese Irrlehren entlarven und er sollte die Gemeindemitglieder wieder zur richtigen Lehre, zur Wahrheit zurückführen. Und das am besten, ohne dass darüber ein Streit ausbricht. Man wollte ja nicht, dass die Gemeinde sich über diesen Streit, über diese Lehre entzweit und dass die gesamte Gemeinde auseinanderbricht. Jetzt kommt noch was obendrauf. Der Timotheus, für ihn war das noch mal ein bisschen schwieriger, weil er war nämlich für einen Gemeindeleiter relativ jung. Er war um die 30 bis 40 Jahre alt, schätzt man, und die Gemeindeältesten, die Gemeindeleiter, die waren so in etwa Paulus Alter zwischen 60 und 70. Und es ist schon schwierig, jemanden, der so viel älter und auch reifer ist an Lebenserfahrung, vielleicht zu korrigieren und dort einzugreifen, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Er musste da seine Autorität gegenüber den Gemeindeleitern erst einmal beweisen.
Ich glaube, das war für so einen jungen Mann in Anführungsstrichen eine große Herausforderung. Die Zukunft der Gemeinde stand auf dem Spiel und ich kann mir vorstellen, dass er dort jeden Morgen mit Herzklopfen aufgewacht ist. Jetzt ist die Frage, wie ist hier Timotheus diesen Herausforderungen, diesen Schwierigkeiten, denen er hatte, begegnet? Wie ist er da mit der Verantwortung und diesem Gewicht, was dort auf seinen Schultern lastet, was er zu stemmen hatte, umgegangen? Wie hat er es geschafft, da nicht einzuknicken oder unter der Last aufzugeben? Ich glaube, entscheidend waren zum einen die Voraussetzungen, die Timotheus für seinen Dienst mitbrachte. Timotheus verfügte über ein unheimliches Potenzial und Kompetenzen. Er hat durch Gebet und durch Handauflegung von den Gemeindemitgliedern Gaben erhalten, die ihn zu seinem Dienst konkret befähigt haben. Und wir haben ja eben schon gehört, er war anscheinend gebildet und er kannte sich in der Schrift sehr gut aus, was gegenüber den Irrlehrern dort ein sehr großer Vorteil war. Ich glaube auch, dass der Punkt der Berufung für Timotheus sehr wichtig war. Er hat ja durch Weissagungen und Prophetien diese Gaben für den Dienst erhalten und er wurde sozusagen als Gottes Mitarbeiter befähigt. Ja? Ich könnte vielleicht sagen, er hat sozusagen die Bestätigung für seinen Dienst aus oberster Etage von Gott selber bekommen und er wusste, dass er das, was er dort tat, in Gottes Sinn und in seinem Auftrag war. Das wird ihm auf jeden Fall Sicherheit gegeben haben, dass er dort am richtigen Platz ist. Und letztendlich hat auch Paulus ihn dorthin geschickt. Er ist dort nicht aus einer Laune heraus in dieser Gemeinde gewesen. Paulus kannte seinen Schützling sehr, sehr gut und er wusste um seine Stärken, er wusste um seine Schwächen und er hätte ihn mit Sicherheit nicht dorthin gesandt, wenn er ihm das nicht zugetraut hätte. Ich glaube, dass diese zwei Komponenten eindeutig geklärt waren. Timotheus wusste ganz genau, dass er die richtige Person für genau diese Aufgabe ist. Ein weiterer Baustein, der Timotheus sozusagen stärkte und der ihm half, seine Herausforderungen zu bewältigen, war dieser hier. Das kleine Männchen hier, das soll Paulus sein. Also die Beziehung zu Paulus hat ihn auch in seinem Dienst gestärkt. Der Timotheus, der war für Paulus mehr als nur ein Schüler. Die beiden hat eine langjährige Freundschaft verbunden und sie waren sehr, sehr vertraut miteinander. Und wie innig diese Freundschaft der beiden war, das zeigen ganz gut die Einleitungsworte, die Paulus zu Beginn des zweiten Timotheusbriefes formuliert. Er schreibt dort an Timotheus nicht von unterwegs, sondern diesmal aus dem Gefängnis, wo er inhaftiert war, weil er den Menschen von Jesus erzählt hat. Es wäre sehr gut, wenn wir die einmal einblenden können. Genau, hier lesen wir, was Paulus schreibt. Diesen Brief schreibt Paulus zum Apostel von Jesus Christus bestimmt durch den Willen Gottes und dazu beauftragt, das Leben zu verkünden, das uns durch Jesus Christus versprochen ist. Ich schreibe an Timotheus, meinen lieben Sohn, Gnade, Erbarmen und Frieden sei mit dir von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn ich an dich denke, bin ich voll Dank gegen Gott, dem ich mit reinem Gewissen diene, wie es schon meine Vorfahren taten. Tag und Nacht denke ich unablässig an dich in meinen Gebeten. Ich erinnere mich an deine Abschiedstränen und ich sehne mich danach, dich wiederzusehen, damit ich mich so recht von Herzen freuen kann. Und ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen. Denselben Glauben, der schon in deiner Großmutter Louise und deiner Mutter Eunike lebte und der nun, da bin ich ganz sicher, auch in dir lebt. An diesen Worten erkennt man sehr gut, wie viel Paulus an Timotheus liegt. Er vermisst Timotheus von ganzem Herzen und er dankt Gott einfach nur dafür, dass es Timotheus gibt. Und diese Verbundenheit dieser beiden Personen, die wird an ganz vielen Stellen, gerade in dem zweiten Timotheusbrief, sehr deutlich. Und insgesamt anhand der zwei Briefe erkennt man, was für eine wichtige Rolle diese Beziehung zu Paulus für Timotheus und seinen Dienst in der Gemeinde war. Ganz einfach, er wurde mit diesem Berg an Aufgaben, mit diesen Gewichten nicht alleine gelassen. Er hatte Paulus volle Unterstützung.
In den Einleitungsworten haben wir es eben gelesen, von dieser Gebetsunterstützung. Paulus hat seinen Schüler immer wieder im Gebet begleitet. Und Paulus ermutigt Timotheus in den Briefen regelmäßig, er stärkt ihn einfach in seinem Tun, in seinem Handeln. Und Timotheus hatte die Möglichkeit, den Paulus im Briefwechsel um Rat zu bitten, und er hat von Paulus auch konkrete Tipps und Anweisungen bekommen, wie er das in der Gemeinde umsetzen kann, wie er das regeln kann, und er hat auch Tipps für seinen persönlichen Glauben erhalten. Also, Timotheus hat von Paulus Erfahrung als Gemeindeleiter profitiert. Er wusste, da war ein Mann mit langer Erfahrung, der lange mit Gott unterwegs war, der viele Gemeinden gegründet hat, und an ihn kann ich mich wenden, da kann ich mich immer umfragen und kann wissen, was kann ich jetzt machen, um diese Situation in der Gemeinde zu entschärfen. Also, Paulus hält Timotheus den Rücken frei und stärkt ihn für seine Aufgabe. Und auch hier der letzte Baustein, der letzte Starkmacher für Timotheus, der wird in diesen Briefen immer wieder erwähnt. Ich habe ihn jetzt einmal hier, genau. Das ist der letzte Baustein, der letzte Starkmacher. Der wird von Paulus in den Briefen regelmäßig betont. Paulus gibt Timotheus beständig einen und denselben Rat. Er sagt, für deine Aufgabe ist dein Glaube, deine Liebe, deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus absolut unerlässlich, und das ist dein wichtigstes Standbein. Ich habe jetzt hier ein Herz und ein Kreuz da drauf gemalt, um das ein bisschen zu symbolisieren. Also damit ist die Liebe und die Beziehung zu Christus gemeint. Und Paulus rät Timotheus ganz konkret, er sagt, für deinen Dienst in der Gemeinde ist die Liebe und Beziehung zu Christus dein absolut wichtigstes Fundament, was du hast. Das hat zum einen einen ganz logischen Hintergrund, würde ich sagen. Weil wenn Timotheus sich in der Bibel an Gottes Wort orientiert, er zu Gott betet und er ihn dadurch immer näher kennenlernt, dann ist er ja auch gar nicht erst in der Gefahr, sich von diesen Irrlehrern, die dort in der Gemeinde sind, beeinflussen zu lassen. Weil er weiß, was Sache ist. Er kennt Gott, er versucht ihn zu verstehen, und er ist dann nicht davon beeinflusst, was diese Irrlehrer sagen, was angeblich Gottes Wille sein soll. Und Paulus sagt zu Timotheus, wenn du das tust, wenn du eine lebendige Beziehung zu Gott pflegst, dann wirst du für die Gemeinde mehr sein als ein bloßer Ratgeber, ein bloßer Wegweiser. Dann wirst du ihnen ein ganzheitliches Vorbild sein, an dem sie sich orientieren können. Und damit meint er nicht nur als Gemeindeleiter ein Vorbild sein, sondern auch in seiner Persönlichkeit, in seinem Glauben ein Vorbild sein. Und Paulus sagt auch ganz klar, aus dieser Beziehung zu Gott, aus der Zeit mit ihm, da gewinnst du neue Energie für deinen Dienst. Wenn du dich ausruhst bei Gott, dort bei ihm zur Ruhe kommen kannst in der Stille, hast du wieder neue Kraft und Energie. Und bei all dem kannst du dich zu guter Letzt immer auf die Kraft und die Hilfe vom Heiligen Geist verlassen. Der hat dich schon ausgerüstet mit den Gaben, er hat dich schon gestärkt, und du kannst dich auch darauf verlassen, dass er dich immer wieder neu befähigt, wenn du es brauchst. Das waren jetzt diese Bausteine, und ich glaube, aus diesen Bausteinen, die um Timotheus herum waren, ergab sich ein sehr stabiles Fundament. Das möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie man das verstehen kann. Ist jetzt richtig aufgebaut? Ja. Also, aus diesen Bausteinen, aus diesen einzelnen Elementen ergibt sich für unseren Timotheus in der Mitte ein starkes Fundament. Er hatte die Unterstützung durch Paulus und er hatte die Kraft aus der Liebe in Christus. Und so war er auch in der Lage, diese Herausforderungen, die ihm dort begegnet sind, zu meistern. Wenn ihr euch das hier anguckt, ich habe ihn jetzt mal so mit Muskeln gemalt, der ist jetzt richtig stark, er fühlt sich gestärkt durch diese Fundamente. Interessant ist jetzt, was passiert, wenn ich ein Element davon wegziehe, zum Beispiel den Paulus oder auch den anderen. Dann passiert nämlich genau das. Das Gebäude stürzt zusammen. Also fehlt eines dieser Elemente, wäre Timotheus wahrscheinlich nicht so gut in der Lage gewesen, dieser Herausforderung zu begegnen und den Dienst zu meistern.
Er wäre sozusagen unter der Last zusammengebrochen. Er hätte das nicht mehr halten können. Ich baue es jetzt einmal wieder auf. Wir wollen natürlich heute das Positive betonen. Genau, aber so soll es sein. So funktioniert es. Jetzt natürlich die Frage, was können wir von Timotheus, von diesem Baugerüst, will ich es mal nennen, lernen. Und wir können diese Herangehensweise an Herausforderungen auf uns und unser Leben übertragen. Und ich glaube, da ist es auch relativ unerheblich, ob das Herausforderungen in unserem Dienst sind, in unserem Gemeindedienst, oder ob es Herausforderungen oder eine Last ist, die uns im persönlichen Leben begegnet. Weil diese Grundbausteine, diese Elemente, das werden immer dieselben sein. Wichtig ist für mich jetzt auch zu betonen, dass dieses Schema, das ist kein Heilmittel irgendwie zum Erfolg. Ja? Das ist nur ein Schema, was dich bewahrt, unter der Last zusammenzubrechen, aber es ist kein Heilmittel für den Erfolg, das will ich ganz klar sagen. Aber was wir auf jeden Fall von Timotheus lernen können, was wir tun können, ist den ersten Punkt einmal, den Timotheus auch gewusst hat, zu checken. Einfach die Lage abzuchecken, also diese beiden Punkte zu klären. Was meine ich damit? Ich meine damit, wie Timotheus auch zu fragen, bin ich überhaupt die richtige Person für genau diese Aufgabe? Timotheus wusste ja, er hatte das richtige Gabenpotenzial für diesen Dienst in der Gemeinde. Klar ist natürlich, dass wir uns nicht alle Herausforderungen immer aussuchen können. Ja? Manche Dinge kommen ungefragt, Streit, finanzielle Probleme, Krankheiten. Aber bei allem anderen, wo wir uns für eine Herausforderung und eine Aufgabe entscheiden können, da können wir fragen, bin ich die richtige Person für genau diese Aufgabe? Damit meine ich einmal zu schauen und zu gucken, ja, hast du überhaupt das Potenzial für diese Aufgabe? Da ist es ganz gut, wenn man sich selber ein bisschen kennt und weiß, was man gerne macht, was man gut kann. Und auch, wenn man seine eigenen Grenzen der Belastbarkeit erkennt, wenn man weiß, okay, das wird jetzt zurzeit ein bisschen eng und ich glaube, ich packe das nicht, das dann auch zu akzeptieren und sich das einzugestehen. Aber auf jeden Fall zu gucken, entspricht das, was du tust, deinen Interessen und deinen Fähigkeiten. Kannst du in dieser Aufgabe das Gabenpotenzial, was du von Gott beschenkt gekommen hast, also das, was du gut kannst, kannst du das dort entfalten? Macht die Aufgabe dir Freude? Macht sie für dich einen Sinn? Oder machst du es vielleicht nur, weil andere es von dir erwarten und es ein Muss ist? Ich denke, es ist wichtig, an diesem Punkt auch ehrlich zu sein, zu sich selbst zu sein und auch zu anderen und gegebenenfalls mal das Feld frei zu machen für jemanden, der die richtige Person für diese Aufgabe ist. Ich glaube, das ist keine Schande und das bedeutet auch überhaupt nicht zu versagen, wenn man sagt, ich bin jetzt nicht die richtige Person dafür. Ich finde es sehr mutig, wenn man das machen kann und auch mal einen Schritt zurückzutreten und den Platz freizumachen für jemanden, dem das richtig Spaß macht und der genau die richtige Person ist. Anstatt dann stillschweigend dabei zu sein und mit dem Boot unterzugehen. Einfach der Aufgabe zuliebe, einen Schritt zurückzutreten und das Feld freizumachen. Und auch zu fragen, das mit Gott zu besprechen und zu fragen, fühlst du dich von Gott überhaupt zu dieser Aufgabe berufen? Bevor ich eine Herausforderung annehme, einfach in die Stille gehen, mit Gott im Gebet das durchbesprechen und ihm im Gebet konkret um Rat fragen für diese Aufgabe, ob das das Richtige für mich ist, ob er mich an dieser Stelle sieht. Ich finde es manchmal auch sehr schwer, da auf Gottes Wort zu hören. Und ich sage ihm das manchmal auch einfach und sage, hey, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich dich richtig verstehe, ob das das Richtige für mich ist. Und deshalb bitte ich dich ganz konkret, Herr, wenn das jetzt nichts für mich ist, dann bitte ich dich, mach auch mal die Tür zu. Ich bin da jetzt so entschlossen, wenn es nichts für mich ist, dann soll es auch einfach nicht stattfinden. Dann sorg dafür, dass jemand anders kommt oder dass diese Aufgabe ja nicht stattfindet, dass jemand anders gefragt wird. Einfach konkret Gott auch um Signale bitten. Und wir können es tun, wie Timotheus, wir können uns Mitstreiter suchen. Ich finde, im Job und auch bei Bewerbungsgesprächen, da ist das Thema Teamfähigkeit, das wird da immer ganz groß hochgelobt. Ja? Im Bewerbungsgespräch wird herausgefunden, ob du denn teamfähig bist. Aber wenn du dann
den Arbeitsplatz verlässt und nach Hause kommst, ja, wo ist die Teamfähigkeit dann? Kannst du deine Kollegen um Rat fragen? Funktioniert das? Ganz oft steht man dann mit seinen Problemen alleine da. Ich finde es sehr schön, wenn wir sagen, wir sind hier in einer Gemeinde. Ich mag dieses Wort einfach total gerne, weil in diesem Wort Gemeinde steckt schon drin Gemeinschaft, Dinge gemeinsam anzugehen. Und wenn du heute Morgen hier in der Gemeinde bist, ob schon öfter oder das erste Mal, dann kannst du dich konkret nach links, nach rechts einfach mal auf deinem Platz umschauen und mal gucken, wie viele Leute hier sitzen. Und vielleicht gibt es links und rechts auch Leute, die kennst du schon, mit denen bist du ein bisschen vertraut. Und vielleicht siehst du auch neue Leute, die du noch nicht so gut kennst. Aber wir sind hier alle zusammen in dieser Gemeinde. Und wichtig ist, mit deinen Herausforderungen bist du deshalb nicht alleine. Du musst deinen Herausforderungen nicht alleine begegnen. Selbst wenn du jetzt sagst, ich mag das gar nicht so gerne, so Hilfe anzunehmen, möchte das vielleicht auch gar nicht. Was immer eine Option ist, ist eine Gebetsunterstützung. Dass du jemanden hast, der dich im Gebet konkret begleitet, wie es ja auch Paulus bei Timotheus getan hat. Selbst wenn die voneinander getrennt waren und sie, ja, Paulus Timotheus gerade nicht handwerklich unterstützen konnte, sage ich mal, dann hat er ihn immer im Gebet begleitet. Du brauchst doch einen Ort, wo du Trost und Mitgefühl erfahren kannst. Und ganz wichtig ist es, einen Ort zu haben, wo du Rat suchen kannst. Wo du in Glaubens- und Lebensfragen dich an jemanden wenden kannst, der vielleicht auch schon ein bisschen länger mit Gott unterwegs ist als du, der schon seine eigenen Erfahrungen gemacht hat, oder dich auch mit anderen Christen auszutauschen. Dann kannst du davon profitieren, wie auch Timotheus. Ich glaube, das ist gerade in den Anfangsschritten vom Glauben wichtig, wo man noch sehr, sehr viele Fragen hat, sehr viele Fragen offen sind, da einen Ort zu haben, wo man Rat suchen kann. Und ich selber, ich merke das jetzt immer noch, ich habe damals, als ich hier in der Gemeinde zum Glauben gekommen bin, da bin ich durch den Hauskreis von Angela Meyer und Biggie Beierbach sozusagen aufgefangen worden. Und da war ich mit meiner Mama eine lange Zeit drin in diesem Hauskreis und ich finde es total interessant, ich saß neulich erst im Studium und ich konnte mich noch genau an so Einzelheiten erinnern, was Gela damals zu einem bestimmten Bibeltext gesagt hat. Und das fand ich total cool, einfach zu sehen, wie ich auch nach diesen Jahren immer noch von diesem Hauskreis profitieren kann und von diesem Eindruck, was ich auch von Gela und Biggie ja vorgelebt bekommen habe, wie Christsein gelingen kann. Deshalb möchte ich euch jetzt konkret einladen, wenn du heute hier bist und sagst, na, ich habe noch keinen Hauskreis, wo ich um Rat fragen kann, dann ist es wichtig, dass du dein Team findest, dass du deine Mitstreiter suchst für deine Herausforderungen im Leben oder auch in den Glaubensfragen. Und wenn du da Interesse dran hast, mal zu schauen, welcher Hauskreis ist der richtige für mich, kannst du mich gerne nach dem Gottesdienst ansprechen und dann finden wir auf jeden Fall zusammen eine Lösung. Jetzt geht es noch einmal kurz weiter mit dem letzten Punkt, mit dem letzten Baustein. Seine Stärke für die Herausforderung in der Beziehung zu Christus zu suchen. Damit meine ich, die Beziehung zu Gott zu pflegen, Zeit mit ihm zu verbringen. Und da ist es relativ unerheblich, ob du das alleine machst oder ob du es erstmal, wenn du da alleine noch nicht so sicher bist, in der Gemeinschaft mit anderen Christen in einem Hauskreis tust. Und ich glaube, wir sollten uns an dieser Stelle ja üben im Bibellesen und im Gebet wie Timotheus. Paulus hat immer gesagt, das ist eine Übung, wie so ein Training. Und wenn wir das tun, dann vermeiden wir auch die falschen Stimmen, die Irrlehrer und Ratgeber für unsere Leben, dass wir darauf hören. Wir vermeiden einfach, dass diese Ratgeber, falsche Ratgeber uns in unserem Lebensweg in die Irre führen können, wie es ja auch die Irrlehrer in der Gemeinde getan haben. Also statt auf Ratgeber-Kolumnen in Frauenzeitschriften zu hören, vielleicht auch ganz nett, aber können wir ja einfach denjenigen fragen, der weiß, wie Leben gelingen kann und wie es erfüllt sein kann. Gott hat das Leben gemacht. Er ist der Schöpfer, er ist unser Schöpfer und damit ist er auch unser bester Ratgeber für unser Leben. Also sollten wir uns üben, auf Gottes Stimme für unser Leben zu hören und regelmäßig seinem Rat zu vertrauen. Und wir können auch wie
Timotheus auf die Kraft und auf die Hilfe des Heiligen Geistes vertrauen. Paulus sagte ja, vertrau darauf, du hast Gaben, die wird der Heilige Geist in dir entfalten und er wird dir auch Kraft und Stärke geben für das, was dich fordert. Er wird dich zum Dienst ausrüsten. Und wir können Gott auch im Gebet konkret um Hilfe bitten dafür, dass der Heilige Geist das tut. Ich fand es ganz interessant, die Liedauswahl heute Morgen, die schon kam, wo wir das genau gesungen haben. Wir haben gesungen, Geist der Wahrheit, also Heiliger Geist, Geist der Wahrheit, mach uns frei, steh uns bei und lehre uns. Das können wir beten. Und wir sollten Gott da nicht unterschätzen in seinen Möglichkeiten. Mir geht es selber manchmal, wenn ich in meinem Alltag gefangen bin, dann kommt mir das einfach Gott mit seinen Möglichkeiten so fern vor. Mir hilft es immer, wenn ich dann mich in Lobpreis ein bisschen reinbegebe, Musik höre und da ist mir ein Lied von dem Sänger Chris Tomlin ganz besonders in Erinnerung geblieben. Das heißt auf Englisch Whom Shall I Fear? Ich fange jetzt gleich mal mit der deutschen Übersetzung an. Und er singt dort, was sollte ich fürchten? Ich weiß doch, wer vor mir hergeht. Ich weiß, wer hinter mir steht. Der Gott der Engelsheere, der Engelsarmeen, der ist immer an meiner Seite. Derjenige, der ewig regiert, das ist ein Freund von mir. Er ist an meiner Hand. Der Gott der Engelsheere, der ist immer an meiner Seite. Und nichts, was mir entgegensteht, nichts davon wird dem standhalten, denn er hält die ganze Welt in seiner Hand. Also in solchen Momenten, wo du zweifelst, mach dir bewusst, wer Gott ist, wer dort an deiner Seite steht, welche Engelsheere hinter dir stehen, um dich zu beschützen und wer für dich kämpft. Ich glaube, besonders auf diesen Baustein zu bauen, ist das Wichtigste. Wenn ich jetzt nochmal auf unser kleines Gerüst zurückgehe. Selbst wenn ich selber nicht weiterkomme, ich glaube, dieser Baustein ist ganz allein in der Lage, das auch allein zu tragen. Wenn die anderen Bausteine versagen, wenn ich keine Unterstützung mehr bekomme, wenn ich selber an mir zweifle, Gott kann es in die Hand nehmen. Und er ist der Einzige, der das auf Dauer so aushalten kann. Ganz zum Schluss möchte ich euch noch eine Schlussfolgerung mit auf den Weg geben, die auch Paulus Timotheus mit auf den Weg gegeben hat. Er sagte zu Timotheus, ein Mensch Gottes ist fähig zu jedem guten Werk. Also ein Mensch, der auf diesen Stein baut, der ein Mensch Gottes ist, mit Gott in einer Beziehung ist, der ist fähig zu jedem guten Werk. Nehmt das ruhig mit in die nächste Woche. Amen.